Hallo und Jana Klar, hast du wieder eingeschaltet? Leute, ich freue mich seit Wochen auf dieses Video, denn we gonna make YouTube great again. Das ist eine Kollaboration mit 12 anderen YouTubern. Wie lange gab sowas bitte schon nicht mehr? Bitte schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr sowas feiert, wenn ihr sowas cool findet. Ich finde es auf jeden Fall mega cool, weil ich in dem vergangenen Jahr eher weniger mit anderen YouTubern gemeinsam gemacht habe und jetzt irgendwie wieder voll Bock drauf habe, gemeinsame Projekte zu starten und so. Und genauso ist es in diesem Video. Mit 12 anderen YouTubern gemeinsam. Oh mein Gott, was da für eine Arbeit dahinter steckt. Aber ich sage euch jetzt mal, um was es geht. Denn Leute, heute, genau gleichzeitig mit diesem Video hier, sind auch noch 12 andere YouTube-Videos online gekommen von 12 anderen YouTubern, die auch alle ihr Lieblingsrezept in vegan euch vorkochen. Und wir haben auch noch ein Kochbuch daraus gemacht. Und dieses Kochbuch könnt ihr gewinnen oder auch kaufen, wenn ihr möchtet. Also passt mal auf, wenn ihr dieses Kochbuch hier gewinnen möchtet, dann müsst ihr in meinem Video hier erstmal ein Codewort finden, das ich euch gleich sagen werde. Und dann noch bei den anderen YouTubern vorbeischauen. Ich mache euch unten den Link für die Playlist in die Infobox. Und ihr schaut euch einfach die Videos durch, holt euch die Codewörter und schreibt dann an die E-Mail, die ich euch in die Infobox schreibe, alle Codewörter. Und wenn ihr es richtig habt, dann könnt ihr das Kochbuch gewinnen. Mein Codewort ist übrigens Knödel. Falls ihr das Buch aber unbedingt gleich haben wollt, dann könnt ihr es auch downloaden gegen eine kleine Spende oder auch einfach für 24,95 € als echtes gebundenes Buch euch nach Hause bestellen. Und der Gewinn von dem Ganzen wird gespendet an Lass die Tiere leben e.V. Ich gebe euch gerne nochmal einen Link unten in die Infobox, damit ihr euch das genauer anschauen könnt. Aber heute zeige ich euch mein Lieblingsrezept und zwar sind das Pancakes. Die sind alles andere als gesund. Aber wahrscheinlich ist genau deswegen mein Lieblingsrezept. Für das heutige Rezept brauchen wir gar nicht viele Zutaten. Es ist eigentlich ganz einfach. Wir lernen einfach mal die Zutaten zusammen in eine Schüssel, so wie ich das gerne mache. Und zwar brauchen wir da erstmal ein Viertel Liter Sojamilch. Ihr könnt aber auch jeden anderen Pflanzendrink nehmen, den ihr gerne nehmen möchtet. Dann brauchen wir hier 200 Gramm Mehl. Zucker 100 Gramm, gebe euch natürlich wieder alle Sachen in die Infobox, damit ihr das wisst. Eine Packung Backpulver und eine Prise Salz. Das war es auch eigentlich schon mit den Zutaten für den Pancake-Teig. Und jetzt wird gerührt. Ups. Ich schwöre euch, diese Pancakes schmecken 1:1 wie Pancakes, die ihr mit Ei oder Milch gemacht habt. Probiert es einfach mal aus. Geht auch mega schnell. Leute, diese Pfanne hier ist original liegen geblieben, als ich bei einem Dreh war und keiner wollte die. Und ich habe gefragt, ob ich die haben kann und ich habe sie mitgenommen. Ich habe die noch nie probiert, das ist eine extra Pancake-Pfanne. Braucht ihr natürlich nicht, ihr könnt auch jede andere Pfanne dafür nehmen. Aber ich fand es lustig, die zu besitzen. Gebt hier ein bisschen Öl drauf, ihr braucht nicht zu viel drauf geben, also es wird hier nicht frittiert oder so. Ja. Dann braucht ihr noch so eine Suppenkelle, weil damit könnt ihr abmessen, wie viel ihr von dem Teig jetzt gleich da drauf geben werdet. Braucht noch einen Pfannenwender. Ich besitze keinen Pfannenwender. Aber Hauptsache, ich habe eine scheiß Pancake-Pfanne. Knödel, komm! Na komm rein. Na komm rein. Ja, okay, geht auch ohne. Lasst uns mal darüber reden, dass ich ein bisschen überfordert bin in meinem Leben. Ich habe heute eine Instagram-Story darüber gemacht und viele fühlen sich in letzter Zeit ein bisschen überfordert und kränklich. Also ich bin nicht die Einzige. It's relatable. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr dieses Jahr schon krank wart. Ich werde es hoffentlich nicht. Und ich hoffe ihr auch nicht. Diese Herdplatte ist echt bäh. Ich bin so froh, dass ich die habe und hier kochen kann und nicht in meiner kleinen, dunklen Küche da drüben kochen muss. Und ich weiß, mein Hintergrund ist immer noch nicht on fleek, aber das wird noch dauern. Nächstes Jahr, Leute. Nächstes Jahr gebe ich mir so Mühe, das hier alles zu gestalten. Ich fühle mich in meiner Wohnung seit neuestem richtig wohl, will hier nicht weg und bin ready, die wieder richtig wohnlich einzurichten. Deswegen wird auch der Hintergrund schön. Ich habe schon mal reingeschaut, was die anderen YouTuber so kochen
Und ich werde wahrscheinlich einiges davon selber ausprobieren. Es sind auch echt nur coole YouTuber dabei. Schaut wirklich mal in die Videos von den anderen rein. Das ist so der Großteil von den Leuten, die ich heutzutage auf YouTube schaue. Können wir bitte appreciaten, dass sich 13 YouTuber gefunden haben, die ihr veganes Rezept auf YouTube posten wollen und das gemeinsam machen wollen und ein Kochbuch dazu gestalten. Übrigens danke an Pia Kraftfutter, dass sie das Kochbuch gemacht hat. Wie viel Arbeit, dass sie da reingesteckt haben. Auch das Intro von Moin Jamina. So, wie schaut's aus hier mit meinem Öl? Stinkt schon auf jeden Fall. ich mache einfach, während die Pfanne hier heiß wird, mache ich einfach auch schon hier nebenbei meine Soße. Ich werde nämlich eine Beerensoße dazu machen. Da habe ich einfach tiefgefrorene Beeren, weil die sind jetzt gerade nicht in Saison. Das heißt, frische Beeren gibt es leider nicht mehr. Aber ihr könnt natürlich auch im Sommer dann richtige Beeren nehmen. Ihr könnt aber auch jedes andere Obst nehmen. Ihr könnt auch einfach jetzt Äpfel nehmen, wenn ihr das wollt. Okay. Die Gaudi ist heiß. Wir nehmen einen ganzen Schöpflöffel und geben das so als Pancake-Form hier mal rein. Dann lasse ich das brutzeln. Hier meine Himbeeren, die mache ich hier warm und gebe Flüssigkeit mit dazu. Normal würde ich das jetzt mit Wasser machen, aber ich habe noch frisch gepressten Orangensaft, also gebe ich den da ein bisschen mit rein, so einen kleinen Schluck. Und dann noch ein wenig Zucker, um das Ganze zu süßen. Ihr könnt auch Ahornsirup oder keine Ahnung was da reinmachen. Und dann später werde ich das noch pürieren und dann ist die Soße auch eigentlich schon fertig. Durch das Backpulver, das wir hier reingegeben haben, wird der Pancake schön fluffig und groß. Ich muss nur jetzt schauen, dass mir das hier nicht anbrennt. Ich habe ohne Pfannwender das zu machen, ist ein bisschen dumm, aber ja, funktioniert aber. I can do this. Ihr könnt das Rezept natürlich auch mit weniger Zucker machen. Ihr könnt dann natürlich auch alles mögliche Obst in den Teig mit reingeben. Ihr könnt da Apfelscheiben mit reingeben. Ihr könnt da Bananen mit reingeben. Ihr könnt da Heidelbeeren mit reingeben. Alles, was ihr gerne möchtet. Diese Pfanne ist so gut beschichtet, ich bräuchte gar kein Öl. Perfekt ist das neue langweilig, oder? Who needs perfect stuff? Nobody. We need the delicious stuff. Oh, nice! Ich denke mal, mit dem Teig müssten sich so 4 bis 5 Pancakes ausgehen. Ihr könnt natürlich auch die doppelte Menge machen. Ich will da auch nicht zu viel pürieren, weil ich möchte gerne diese Himbeerstückchen drin haben. Ich glaube, ich werde für die Fotos die doppelte Menge machen. Also nochmal das gleiche. Geiler Scheiß. Ich freue mich. Wenn ihr das Ganze nachmacht, dann könnt ihr auch gerne wieder den Hashtag JanaLecker auf Instagram verwenden oder mir das Ganze schicken. Ich poste ja immer fleißig eure Kreationen von meinen Rezepten in meiner Story. Die Nudeln letztes Mal sind recht gut bei euch angekommen, habe ich gesehen. Die haben euch geschmeckt. Wer hat es nachgemacht? Schreibt es mal gerne unten in die Kommentare rein, falls ihr die Mac and Pumpkin nachgemacht habt. Heaven! Tja, hässlich, aber schmeckt trotzdem sicher ganz gut. Tada! Achso, warte mal. Ich hab einen Ton. Ja, ich hab einen Ton. Tada! Ich habe die doppelte Menge gemacht. Sind jetzt ein paar viel geworden. Gut, dass ich alleine zu Hause bin. Ich dachte, ich mache ein paar mehr, damit das Foto planöser aussieht. Ich habe übrigens auch ein paar angebrannt. Aber das ist okay. Ich gebe hier jetzt meine Himbeersoße oben drauf. Ich habe die stücklich gelassen. Welcher Mensch isst so einen Berg aus Pancakes? Niemand. Sehr unrealistisch, aber geil. So. Leute, ich habe während dem Drehen schon genascht, das heißt, ich habe eigentlich gar keinen Hunger mehr. Ich will auch heute kein Eat With Me Video drehen, weil wenn ich das alles aufesse in einem Video, dann wird mir schlecht. Und ich dachte, ich will euch trotzdem zeigen, wie es mir schmeckt und deswegen probiere ich jetzt in dem Video. Wie zum Teufel soll ich das essen? Geil. Vergesst auf jeden Fall nicht, noch bei den anderen YouTubern reinzuschauen und die Codewörter zu suchen. Denn wenn ihr das Kochbuch gewinnen wollt, müsst ihr alle Codewörter wissen.
Alle Infos nochmal in der Infobox. Und als nächstes werde ich euch das Video von Moin Jamina verlinken, denn die ist als nächstes in der Playlist dran. Das gebe ich euch in die Endcard, genauso wie die Playlist. Auch das Rezept findet ihr natürlich wieder unten in der Infobox. Ich freue mich drauf, wenn ihr was nachkocht. Gerne Hashtag Jana Lecker. Das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ein leckeres Nachkochen. Und sage wieder Tschüss, bis zum nächsten Video. Das Video ist jetzt vorbei. Drum schaut bei den anderen rein. Abonniert mich auf Twitter und Instagram. Dort gibt's bestimmt keinen Spam. Nur coole Fotos.